jetzt hat das. Er ist irgendwie nicht in Game gesprungen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play League of Legends, Climb the Ladder mit Cyrus und dem Megatest. Hallo. Hallo. Hi. Ich spiele wieder Gnar Top Lane, wie im letzten Spiel auch schon, aber diesmal gegen eine Riven. Friven Französisch. Und er spielt wieder sein Sion im Jungle. Ja, und das ist jetzt das dritte Spiel meiner Promo. Der gute Mike, der hat es ja schon geschafft in Silber. Und wenn ich das jetzt gewinne, dann bin ich auch Silber. Wenn ich das verliere, habe ich noch weitere zwei Chancen, um in Silber zu kommen. Ist ja auch schon mal was. Kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie wird das schon klappen, hoffentlich. Das ist natürlich relativ schnell gefallen, das erste Blut. Das gefällt mir schon sehr gut. Das gefällt mir auch, vor allem wenn es auf unserer Seite fällt. Ja. So, ein bisschen konzentrieren hier. Ich habe wieder meine Last jetzt verbessern. Und natürlich darf man das Poken auch nicht außer Acht lassen. Geht jetzt Warden, weil jetzt der Jungler jederzeit vorbeikommen könnte. Ja, und die Gegner haben natürlich jetzt so eine richtige schöne, nervige Combo. Der Jungler kommt. Reicht, glaube ich, nicht, oder? Doch. Nee. Ha! Reicht nicht. Ja, da sieht man mal wieder Ward gestellt, aber dann nicht hingeguckt. Das ist auch eine Sache, die ich verbessern muss. Ja, wenn man schon Ward stellt, muss man natürlich auch hingucken. Ansonsten bringt das ja nichts. Du bist ja nicht alleine auf der Map. Nee. Da hat der Mike schön für mich aufgepasst. Ja, ich wollte eigentlich die Krabbe machen, aber irgendwie habe ich dann gesehen, dass da doch was rumläuft. Was anders aussieht als ein Krabbe. Da ich natürlich meinen Flash schon verbraucht, aber sie hat jetzt auch keine Ignite mehr, die Riven. Musste natürlich jetzt auch mal Teleport rausholen. Riven ist ja eigentlich mein absoluter Hassgegner. Weil sie halt irgendwie immer wegkommt. Und da ich ja meistens Top-Lane mit Teleport spiele, hat man natürlich dann keine Knall drauf. Ich weiß nicht, in der Mitte sieht es doch nicht ganz so gut aus. Ich werde jetzt mal Mitte ganken gehen. Oh, so knapp. Oh, nice. Oh, Botlane hat jetzt natürlich aufs Maul bekommen. So, 31 zu 36, das heißt, in den Last Hits führe ich auch. Ja, was heißt auch, in den Kills führe ich ja nicht. Ja, das ist schon mal gut, auf jeden Fall
Problem ist ja, dass sie auch keine Mana hat, ne? Ne, ich auch nicht. Nee, ich sag nur. Das war ja sonst auch immer oft dein Vorteil. Ich schreibe dann immer, wenn die Gegner einen Drachen machen. Oh, da ist die Nami in der Mitte. Immer schnell ein D im Chat. Und wenn ich da Zeit habe, rechne ich aus, wann der nächste Drache kommt. Weil der Drache dauert ja mal 6 Minuten. Die wollen natürlich, glaube ich, ihren Yasutik bekommen. Ich weiß, die Riven hat halt keinen Teleport, sie ist natürlich so schnell auch unterschnell unterwegs, darum pushe ich jetzt die Lane ein. Damit sie halt so viele Minions wie möglich verliert. Mein Teleport ist gleich wieder ready, sie hat sich einen Brutalizer gegönnt und einen Pink Ward, das heißt, wenn sie gleich den Pink Ward gestellt hat, hat sie den höchstwahrscheinlich in den Tree Bush gestellt. Hat sie komischerweise hier oben in den Busch gestellt. Ich weiß gar nicht warum. Wir sehen, sie hat ihren... Ja, es hat hier irgendwie auch alles keinen Sinn. Also... Zu greedy die Leute. Weiß nicht, was hier los ist, ey. Sobald ich Botlane bin, ist der Jungler von denen auch da. Vielleicht haben sie da Wurz. Kann sein. Normalerweise sollte er halt mehr Chancen haben in der Mitte. Er traut sich, glaube ich, zu wenig. Na gut, wenn man das Matchup nicht kennt, ne? Aber er hat ja Swain an für sich First gepickt. Er war der Second Pick, wollte Mitte spielen, hat Swain gepickt. Muss man natürlich rechnen, dass man gecountert wird. Ist die Frage, was hole ich mir gegen die? Er lastet auch nicht. Also Swain, ich weiß nicht, warum er Silber spielt, aber also wer so lastet wie er. Wir müssen das nur irgendwie sicher wegbekommen, das Spiel, und dann wird das auch. Grave zum Beispiel ist ein Lane-Buddy am Anfang. Der Yasuo, 2 Kills, ist natürlich auch ein Schild. Ich kann nichts machen. Mann, ey, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Botlane soll einfach aufgeben und die soll einfach weiterhin unterm Tower farmen.
Die engagen immer noch und gehen rein. Kommst du runter, dann ist der ADC schon tot. Die spammen sich gegenseitig, das gefällt mir gar nicht. Ja, die Weihe, die macht zu viel Schaden. Die macht so viel Schaden. Der Wahnsinn, ey. Auf jeden Fall Schaden. Dragon ist da, die werden jetzt den Dragon machen. Top-Lane habe ich halt für sich gewonnen. Ja. Man sieht, der Trash hat nicht getroffen. Der Divi getroffen. Er wird außerhalb vom Tower wird da gekämpft. Komm mal mit, aber. Sorry, vielleicht, dass ich da viel machen kann. ADC. Pass auf. Der Trash hat den auch noch nicht aufgespielt. Jetzt stirbt er gleich. Einfach nur sicher spielen. Einfach nur sichere spielen. Ich meine, wir haben eine Jinx. Eine Jinx ist im Late Game immer useful. Wenn man sie spielen kann. Wenn sie spielen kann. Ein Top fällt jetzt. Ja, okay, sofort. Ja, weißt du, da bannt man einmal Yasuo nicht, ne? Weil, aber es gibt gerade halt so viel zu bannen. So Leute, jetzt baue ich erstmal mein Schmuckstück hier aus. Und dann überlege ich, in welche Richtung es weitergeht. Ich denke mal hier weiter Randuins, weil der Graves so viel Schaden macht und der Yasuo. Und die haben ja eh nur Rüstung. Ich brauche eh nur Rüstung kaufen.
drauf. Sagen, zu zweit kriegen sie das doch wohl hin. So, jetzt werden Objekte gemacht, schön die Objekte kaputt machen. Na, ich pushe hier Topf weiter. Weil die defen ja euch erstmal in der Mitte. Ich denke mal, da wird keiner so schnell Top kommen. Ja, Bot muss einer. Bin auch gleich da. Kann auch noch ein bisschen hidden. Wer kommt? So, kommen alle. Schaffen sie ihn? Glaube ich denn nicht. Wir sind da 3 gegen 1, ey. In der Mitte hier, das gefällt mir nicht. Oh, Top-Lane auffassen. Alle Top, wir drücken Mitte. Schön chasen, genau. Aber der Zoo war da auch noch. Randolin ist fertig, aber das kann ich. Ah, der Trash ist da, der kann das ein bisschen deffen. Ja, wir machen gerade Mitte Tower. Sehr nice, sehr nice. So muss man das machen hier heute. So läuft das hier. Oh nein. Ah, nein. Schöner Stun, ne? Und nein! Ah, aber ist schön hier, pass auf. Ist der Drache da? Ein Ward kaufen. Ich habe zwar das upgegradet, aber hat für ein Ward gereicht. Gott, der ist ja auch fast tot. Das werde bloß nicht zugeben. Ja, der Dragon ist da, ne? Kriegen wir den diesmal? Nee, der ist weg. Okay. Schade. Man kann leider nicht alles haben, aber wir haben gut Tower geholt. Jetzt kommt der Supergnar, oder noch nicht. Bin so langsam in der Gnarform. Kommst du weg? Ich komm dir entgegen, ja.
Und weiter Rüstung bauen. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Die haben nur Leute, die AD-Schaden machen. Das ist unser Vorteil. Wir haben auch gut platzierte Pink Ward 2 Stück. Defensiv auf der Top-Link ist ein Slow-Push. Wenn die jetzt Mitte drücken... Jawohl, sehr nice, sehr, sehr nice. Schön weggecatcht, Ding. So geht das hier. Ja. Warum bin ich eigentlich so langsam, ey? Ja, die hatten mehr Kills als wir, haben sie immer noch, ne? Aber wir haben jetzt eine Menge rausgeholt, glaube ich. Ja, die. Die Tower haben es ein bisschen gerissen, ne? Ja, dadurch haben die, die verloren haben, ein bisschen Geld bekommen. Guck mal, jetzt ist der Mitte-Tower wieder dabei. Der fällt auch. Haben doch alles weg, aber. Weg! Lass Toplane gehen! Das ist immer dieses Overstaying, weißt du? Was uns dann auch immer ab und zu das Spiel kostet. Einfach Rotation woanders hin, nächsten Tag. Ah, die unten, die Jinx stirbt jetzt natürlich, der Grace, der macht so viel Schaden. Wir können abhauen, oder? Zu zweit. Mitgenommen. Ich habe mir eigentlich die falschen Schuhe gekauft. So, die Tränke brauche ich nicht mehr. Die ersetze ich jetzt einfach durch mehr Leben. Jinx soll es unten nicht alleine probieren gegen den Graves, der macht eine Menge Schaden. Der hat 12 Kills. Schon diverse Items. Das sollte man nicht unterschätzen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt hat er keinen Bock mehr gehabt, hast du gesehen? Toll, Grave AFK. Ach, das war gar kein Board, jetzt habe ich meinen. Bisschen die Minions geschont. Natürlich jetzt bitter für die. ADC hat es genau richtig gemacht, stand einfach nur hinten. Ich meine, er hat ja zum Glück auch vom Team her, ne? Also von der Teamzusammenstellung her, eine Menge Leute, die vor ihm rumgammeln und slowen und aufhalten, ne?
Okay, ich mache lieber Tower. Das ist sicherer. Ja, einfach gleich machen sollen. Ich hatte noch nicht genug Schaden. Ich habe noch kein Schaden-Item, deswegen. Aber ist okay. Da waren wir sehr, sehr greedy. Wir hätten da nicht so die Kills suchen sollen, sondern eher das ganze Ding beenden, ne? Ja, aber ist noch alles im grünen Bereich. Jetzt könnten wir auch den Dragon machen. Das Gute war, dass Graves total eingeschnappt Ja, die haben tierisch gut geführt, ne? Und haben jetzt natürlich alles weggesprungen. Alles weggeschmissen. Aber da muss ich ja echt sagen, unser Teamfight-Verhalten hat sich echt in den letzten Monaten verbessert. Wenn man sich unsere ersten Videos anguckt, die wir ja auf YouTube hochgeladen haben, da haben wir eigentlich die Spiele immer durch Teamfights verloren und jetzt holen wir die Spiele zurück durch Teamfights, weil wir richtig gute Aktionen da teilweise bringen. Na komm, das kann der Tower alleine defen da oben. Unser erster dran, ne? Das habe ich mir gedacht, wie? Das habe ich mir gedacht, dass du darüber willst. Ja. Ja, wir sollten nicht rumspacken. Wir machen jetzt einfach das Ding zu Ende. Wir sind ja nicht im Normal Game, ne? Ja. Hier hast du einen Stein. Ach nee, ist einfach ein Haus. Ich habe ja mit Häusern um mich. Leider war der dicke Hose wieder mit. Und Ende im Gelände hier. Ja, Leute, das heißt, ich werde mich gleich mal in den Klienten bewegen und dann euch dann was Schönes zeigen. So, drücke ich mal auf Continue. Willst du die Monitoraufnahme an sein? Darum hat sich das Bild bei euch nicht großartig verändert. Und bam! Bam, 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 bam! Und da sind wir Silber. Ja, so kann es gehen. Das heißt, wenn man kontinuierlich auf seine eigenen Fehler achtet und die versucht zu verbessern, dann wird man auch besser im Ranked und dann steigt man auch auf und kommt aus Bronze raus. Das hat Mike und ich haben das jetzt bewiesen. So geht das. So läuft das hier im Auenland. Ja, da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und das heißt, nächstes Ziel ist auf jeden Fall, uns in der Silberliga ein bisschen zu festigen, so in den mittleren Silber-3-Bereich so reinzukämpfen. Und die Fehler, die ich am Anfang schon angesprochen habe, auszumerzen, sprich Last Hitten, Ward stellen und auf die Minimap gucken. Ich denke mal, wenn wir diese drei Sachen behoben haben, dann sind wir vielleicht auch sogar in der Lage, vielleicht uns so in Richtung Gold zu bewegen. Mal gucken. Aber man soll nicht übermütig werden, immer kleine Ziele setzen. Das heißt, nächstes Ziel erstmal Silber 5. Hier sind wir ja schon. Da sind wir ja. Ha! Silber 4. Nächstes Ziel erreicht. Gut. Nächstes Ziel Silber 4. Das ging aber schnell. Das ging schnell, ne? Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und man hört und stört sich. Ciao.